Willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus, dem Spiel der Superlative, dem Spiel der Zeitreisen, dem Spiel, was momentan noch ein bisschen verwirrend ist, aber immerhin ziemlich innovativ. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass es trotzdem ein Pokémon-Spiel ist und trotzdem rundenbasiert ist und so, aber die ganzen Aspekte mit doch relativ viel Open-World-Charakter und so machen Bock auf mehr. Sei grüßt, mein Name ist Shaiwei, mir gehört die Schneiderei hier. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Der Professor hat mich darum gebeten, die Kleidung zum Westen zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Okay. Du hältst ein Alltagsoberteil und eine Alltagshose. Und dafür gibt es viele verschiedene Läden. Schau doch gerne dazu, wenn du Zeit hast. Natürlich machen wir das. Denn wollen wir so gut es geht alles erforschen. Der Handwerksladen ist hier drüben, Michael. Ich komme, Lumia. Lumia statt Lucia. Hm. Also lass sie beibringen, wie man Items herstellt. Du scheinst ja Talent zu haben. Du wirst das auch brauchen, denn außerhalb des Dorfes ist es gefährlich. Das will ich erstmal noch gegenchecken. So, hier ist er. Der Typ, kann ich mit dem irgendwas machen? In der Not schmeckt dir das Brot. Aber in meine Kartoffelmochi kommen trotzdem die besten Rauchknollen. Rauchknollen? Davon halten soll. Wenn du im Dorf Items herstellen willst, kannst du diese Werkbank im Handwerksladen verwenden. Also. Das geht es nur hier, da kann ich es auch unterwegs machen. Diesmal bekommst du die Materialien von mir als Geschenk für die bestandene Prüfung. Das Geld, das du von der Kommandantin erhalten hast, kannst du für Kleidung oder so ausgeben. Deine Entscheidung. Eine Werkbank wählst du aus, welches Item du herstellen willst. So ist man mit einem Pokéball. Du kannst die Werkbank in Jubeldorf und im Basis lagern. Aha, das nutzen Pokéball und andere nützliche Items selbst herzustellen. Dafür benötigst du Anleitungen und Materialien. Macht Sinn. Okay, dann mal gucken. Pokéball. Ein rätselhafter Ball, den man auf wilde Pokémon wirft, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Ich brauche dafür eine Aprikoko und einen Glanzstein. Habe offenbar schon 20 Stück davon. Woher überhaupt? Also mein... Wir haben... Ne, Glanzstein nicht. Aprikoko haben wir, glaube ich, mal vom Baum geholt, aber... Okay, könnte theoretisch sogar 20 Pokéballe herstellen. Ich mach mal 4, komm. Dann müssen wir da 20 Stück haben. Du hast 4 Pokéballe hergestellt und in deiner Tasche verstaut. Ohne großen Aufwand. Hauptmission abgeschlossen. Gut, wenn es so weitergeht, ist das Spiel bald durch. Oho, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das ist tatsächlich der erste Versuch, das herzustellen. Ich hatte ja letztens schon einmal erklärt, dass Pokémon die mysteriöse Fähigkeit verfügen, sich selbst schrumpfen zu können. Der Pokéball nutzt es aus und erlaubt es uns, sie damit einzufangen. Stimmt, das wurde eigentlich in der Zukunft oder in den aktuellen Spielen eigentlich nie so richtig erklärt. Also auch, dass sie schrumpfen drin, ja, aber nicht, dass die Fähigkeit von dem Pokémon selbst irgendwie kommt und vor allem nicht warum. Und warum sie sonst die irgendwie nie zeigen. So gefangene Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Aber Pokédex, hier ist deiner. Ach, endlich. Das Hightech-Gerät schlechthin, der Pokédex. Was? In diesem Buch werden die Forschungsergebnisse zu Pokémon festgehalten. Wenn der Professor Leven von neuen Pokémon berichtet, fügt er weitere Seiten hinzu. Boah. Gut, es. Wie bereits erwähnt, es ist der erste Pokédex, Registriert 7. Gefangen 4. Ob sie in den Grasland? 0 Sterne Mitglied, dankeschön. Nicht berichtete Aufgaben 12. Ordnungspunkte 0 Punkte bis zum ersten Mitgliedsrang 500 Punkte. Können wir aufmachen. Und das soll ja ein bisschen speziell sein hier. Ihr seht, wir haben irgendwie die Pokémon eigentlich alle schon einmal gefangen. Bis auf Togepi haben wir bekämpft. Fangen wir nächstes Mal an, statt dem Professor Leben. Hä? Hat doch hier schon Pokémon gefangen? Haben wir gerade verarschen? Aha, du hast einen Exemplar dieser Pokémon nachgefangen. Erstatt der Professor Leben Bericht darüber. Genau, steht hier soweit auch. Schon gesehen, erstatten. Und offenbar ist es so, normalerweise im früheren oder normalen Pokémon-Spielen einmal gesehen. Okay, ist auf der einen Tag da. Aber quasi Name einfach, plus Bild, wenn du Glück hast, ein Typus noch.
Und den Eintrag selbst und weitere Informationen halt erst, wenn du es fängst. Hier muss man das Stück für Stück quasi hinzufügen, weil es ist ja klar, es ist der erste Pokédex der Geschichte. Und nur weil man es irgendwie in Staralili einmal gefangen hat, haben noch lange nicht alle Informationen darüber, über seine Attacken und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man alles erstmal erforschen. Genau, wenn ich jetzt hier A mache, genau, dann sieht man hier die Punkte. Da geht es ein bisschen darum, glaubt, die mit den roten Icons links, das sind die ganz wichtigen, die wir brauchen, auch für Forschungslevel, um das aufzusteigen und so. Und die anderen, die sind, glaube ich, einfach vor allem für die 100% zuständig. Habitat. Auch hier zum Beispiel, jetzt haben wir ein Habitat, okay. Aber weitere, müssen wir halt auch erstmal herausfinden, wo es überall noch Stachelige gibt. Exemplar gefangen, eins habe ich. Okay, das heißt, ihr müsst theoretisch mal 3, 6, 12, 25 fangen. Damit da irgendwie die Reihe komplett ist. Exemplar gefangen, um entdeckt zu werden, wären 20 insgesamt. Haben wir gar nicht hingekriegt. Doch einmal Exemplare besiegt. Okay, auch 15 Stück. Registrierte Formen. Eins. Hä? Achso, warst du irgendwie noch männlich und weiblich oder was? Alter! Weil Staralili. Sorry, aber Staralili hat keine Hisui-Form. Also, ich werde das entwickelt haben. Eins, zwei, drei. Yeah, okay, also entwickeln muss man die Dinge auch noch. Und so hat halt jedes Pokémon, glaube ich, sogar seinen eigenen Einträger, oder? Genau. Shandung zum Beispiel mit Attack von Typ Boden besiegt. Und so weiter und so fort. Oder Feuerriegel. Eins von Glut gesehen. Ja, okay, eins von Ruckzuck-Tipp gesehen, haben wir auch schon fünf. Cool. Das ist natürlich eine andere Art und Weise, einen Pokédex zu füllen. Bin aber für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass es dir bei deinem Ziel hilft, allen Pokémon zu begegnen und Pokémeister zu werden. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Zum Vollständigen des Pokédex müssen zudem Pokédex Aufgaben erledigen. Ja, die haben wir gerade gesehen. Als Mitglied des Forschungstrupps werde ich bei der Erforschung der Pokémon natürlich auch mein Bestes geben. Michael, ich erkläre dir wohl besser, was mit den Pokédex Aufgaben auf sich hat. Lass uns dafür zur Graslandbasis gehen. Gehen wir zum Gras, genau. Hey, ich habe zufällig gehört, was ihr gesagt habt. Wenn es um Grandlas-Basis geht, hätte ich einen Auftrag, den du für mich erledigen könntest. Willst du mir kurz ein Ohr leihen? Entschuldigung. Als Wache kann ich es mir nicht erlauben, mich allzu weit von meinem Posten zu entfernen. Ich warte hier von dem Hauptsitz auf dich. Nebenquests. Oh yeah. Ja, jetzt kann das Spiel vielleicht doch noch eine Weile dauern. Okay, und was hast du für eine Nebenquest? Hast du mal von einem Pokémon namens Wampel gehört? Ja. Kämpfen ähnliches Fang sammeln, kommt es vor, dass sie durch eine sogenannte Entwicklung in ihre Gestalt ändern und stärker werden. Die Entwicklung von Pokémon. Das ist auch neu. Normalerweise, vor allem bei Level-Ups und so, entwickeln sich Pokémon automatisch, oder wenn man sie tauscht und so. Oder irgendwie generell bei Level-Up, wenn sie eine besondere Attacke beherrschen müssen, etc. etc. In diesem Spiel ist es so, dass man jedes Pokémon sich entwickeln soll, manuell entwickeln muss. Und das sieht man dann im Menü. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade das Beispiel Feuerriegel als Starter habe, glaube es entwickelt sich normalerweise Level 14 zu Igelava, vielleicht hier ja auch noch, mal gucken. Und wenn es Level 14 erreicht hat, dann müssen Symbole im Menü aufploppen. Hey, Feuerriegel kann sich entwickeln. Und das muss ich dann manuell auslösen. Das ist ungewohnt. Finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Also ich sehe jetzt persönlich weder Vor- noch Nachteil. Weil man kann ja Entwicklungen auch abbrechen, aber sowas hat immer direkt auf dem Schirm, ob so ein Pokémon entwickeln kann oder nicht. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wampel eigenhändig dazu zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehst in Forschungstruppe an, oder? Solltest du auf deinen Streifzügen einen Wampel fangen, dürfte ich es dann bitte haben. Okay. Wampelsentwicklung machen wir, Dankeschön. So, wir sind noch alles im Aufbau, sogar also, so weit oder so lange gibt es es. Gebäude noch gar nicht oder das Dorf? Regnerische Tage und so. Das soll ja auch irgendwie so sein im Spiel, eben auch weil es ziemlich Open World Faktor mäßig unterwegs ist, dass es halt auch viele verschiedene Wettersituationen gibt, also mehr als in früheren Spielen sogar. Soll es sogar irgendwie Vollmondphasen geben und sowas. Ganz krass. Okay, das ist soweit klar. Staralili mag besonders. Was mag es denn?
über Stahlhelie herausfinden. Pokémon macht mir echt Angst. Zeig ihn mir. Alles klar, zweite Quest. Kohle, 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 Kohle. 20 Pokébälle, ich habe 5 Tränke, keinen Beleber, Köderteig. Könnte ich eigentlich mal herstellen? Kaufen meine ich. Auch mal 5 Stück haben. Dann nur mal so Just of einmal gucken. So, wer war die halt? Ah, da war die Schneiderin. Die Haare? Nee, danke schön. Die war, glaube ich, die Klamottentante. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht irgendwie schon. Ein paar besondere Klamotten? Modernes Oberteil, moderne Hose, moderne Schuhe. Ah. Also noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich glaube, dafür müssen wir mal das Geheimgeschirr noch aktivieren. Wie sieht er nochmal aus? In seinen Ohren. Was will der für ein Pokémon? Shinux! Okay. Hat eins dabei. Was? Was sagt er mir? Wie sehen die Ohren eines Chancenlos aus? Bitte zeig mir eins. Hab ich doch. Ich muss es bei ihm einsetzen. Warte mal. Man könnte ja. Ich versuch's mal. Offenbar nicht, wa? Mal seine Rundenlausche inspizieren. Ah ja, genau, diese gelbe Kreuzform sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Ein Stern, der seinen Namen trägt. Na, Hände aufatmen. Vielen Dank. Kein Problem. Du. 3 Tränke erhalten, krass. In einem Erinnerungsfoto? Warum nicht? Komm rein, probier's mal. Eigentlich sollten wir die Hauptquests machen, Nebenquests, aber pff, ist uns doch egal. Ich will mich dem Fotografieren von Menschen in ihrem Pokémon. Das mit einem Erinnerungsfoto. Da sage ich nicht nein. Auch noch machen. Yeah. Gesichtsausdruck ändern. Vielleicht ein bisschen fröhlicher. Hey. Zurück. Yo. Ja, und wo sind die Pokémon? Hä? Mir selber rausholen oder was? Der geht ja gar nicht. Hä, wie kann ich Pokémon. Hä? Oh, ich habe nur ein Pokémon. Schade. Das könnte das ganze Team ablichten lassen. Ja, schon gut. Okay, warte mal. So. Feuerriegel. Wie sieht's aus, Kumpel? Nein, da gibt's noch nicht, hey. Alter. Stellt sich dann aber kompliziert an, so. Okay. Nee, Moment. Gesichtsausdruck nochmal, fröhlich. So. Freunde. Es ist soweit, hält sich ganz normal, okay.
Alles klar. Irgendwie ein Quatsch, irgendwie doch süß. Danke, Frau Riegel. Achso, muss er zurückkommen, wa, Kumpel? Kannst du bitte wieder zurück in den Pokéball? Na, ich glaube, der kommt schon. Ich hoffe zumindest. Wäre sonst schade. Vor allem, wäre es ein kurzes Abenteuer. So, jetzt aber. Ich glaube, sonst hier nichts, wa? Zwei Sidequests haben wir. Mhm. Hisui gehört ganz Bidiza und ein anderer Pokémon. Für uns Menschen ist noch zu früh, ihr Land zu betreten. Aber wer kommt denn überhaupt alle, wenn es für uns noch zu früh ist? Das hat die Frage, die mich irgendwie auch beschäftigt. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Quasi. Hör gut zu, Michael. Zur Vollständigung des Pokédex musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wenn du nochmal schon vermuten lässt, findest du die Aufgaben dann im Pokédex. Mhm, der aber schon gesehen. Manchmal musst du den Pokémon fangen, manchmal gegen sie kämpfen. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst, zählst du dafür Erfahrungspunkte. Michael, ich werde dir generell etwas Wichtiges beibringen. Und seit du den Angriff vieler Pokémon ausweichst, das könnte dir im richtigen Moment den Hals retten. Darauf warte ich eigentlich schon lange. Eine Hechtrolle. Cool. Elegant, nicht wahr? Mit dieser akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel ansteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerschock eines Schandungsort bekommen und bin ohnmächtig geworden. Aber mach dir keine Sorgen, als eine Mentorin werde dir allerlei nützliche Dinge beibringen. Josch! Um Ratschläge zu erteilen, aber wie kann ich jetzt... Ah, okay, so. Hier ist ein Tipp, den alle Mitglieder des Forschungstrupps kennen sollten. Wir sehen ein Pokémon an, indem du die ZL-Taste drückst und öffnen dann den Pokédex. Auch drücken des Abwärtsknopfs. Wir fangen erst zwei, dann fehlen dann immer mehr Bidiza. Bidiza! Nein, du musst den X-Knopf drückst. Probier gleich raus. Ja, würde raus sagen. Learning by doing, Freunde. Vor allem bei sowas. So, Exemplare gefangen. Schwere Exemplare gefangen. Wieso schwer? Was die frechen Bidiza im Dorf erforscht, mit Tode unbestimmt, okay. Exemplare, die so entwickelt haben, noch gar keine registrierte Formen. Noch zwei, Exemplare besiegt, auch ein paar. Na dann, Vollgel, setz die Glut ein! Es hat Verbrennungen erlitten! Oh oh. Aber wir können noch ganz geil kämpfen. Oder ausweichen. Yeah! Feurige, zeige es ihm! Achtung, der Walz wird immer stärker! Dabei ist nur Stufe 2. Klarer besiegt, Jo, 1. Registrierte Formen 2. Jetzt muss ich nochmal eins fangen. Registrierte Formen. So, ich wechsle vielleicht mal das Pokémon. Dann nehmen wir mal Shinux. Für Bidiza muss ich gar nicht überraschen, war also insofern. Kampf gestartet! Shinux, ruckzuckieb! Bin sich aufmerksam um. Na dann, nochmal. Jetzt mit ihrem Walz. Alter, wieso macht Walz so viel Damage? Er ist ja übel.
Pokéball los! Level up für Staralili! Wozu habe ich gesehen? Ah, okay. Stimmt, da waren auch noch so Pokédex-Einträge. Hm, was habe ich denn hier für Items? Löchrige Aprikoko. Okay. Stimmt, warte mal. Von welchen Bäumen kann ich jetzt hier schon noch irgendwelche Items holen? Okay, das geht nicht. Sag tschüss! Der Pokédex ist eigentlich der Pokéball weggeschmissen habe. Frechheit sowas. So, dann gucken wir nochmal. Exemplar gefangen. Mhm. Also es nimmt schon zu hier. Registrierte Formen 2. Ja, okay. Exemplare besiegt noch nicht so viel. Schwere Exemplare gefangen. Pff, was damit wohl gemeint ist. Ah, Moment. Aprikokos. Danke. Zur Erinnerung sind nochmal den Tipp, den Anfangs-Truppmitglieder kennen sollten. Wir sehen ein Pokémon an, den du die ZL-Taste drückst, und öffnen dann den Pokédex durch Drücken des Abwehrknopfs. Alles klar. Hä? Drück doch ZL. Ah, jetzt. Entdeckt zu werden, gefangen, okay. So geht's Level natürlich schnell. Einfach blind geworfen. Ching ching. So, und bitteschön, hier noch ganz kurz grinden. Danke. Ja, also trainieren, so geht natürlich hier fix, da kann es nichts sagen, gar nicht groß meckern. Jetzt haben wir irgendwie die Pokédex noch angucken. Klar gefangen, 3. Also sind zumindest jetzt mal abgehakt. Entdeckt zu werden, haben wir auch schon 3, also das auch schon mal gemacht. Besiegt. Ja, keine besiegt, stimmt. Vielleicht auch mal. Moment. Mach ich noch mal das schon wieder? Nee, da ist der falsche. Da ist der Pokédex, der ist auch falsch. Hä? Moment, Auszeit, da muss man ganz kurz. Da ist das Menü. Hä? Ja, schön. Hä? Ja doch, stimmt, ja doch, Mann. Das ist ein bisschen zu doof, tut mir leid. Moment, wir wollen mal ganz kurz gucken.
Ich weiß, hätten sie irgendwie neue Attacken gelernt oder so. Okay, aber switchen zwischen Pokémon so kann ich nicht direkt. Funktioniert Donnerschock, okay, ist einfach immer automatisch drin, ne? Jo, aber läuft doch, Freunde! Jo. Stachelidi! Jo, und Shino! Stachelidi ist wachsam! Dann geht er mal. Okay, da hat er eigentlich jetzt irgendwie überrascht, aber gut. Donnerschock! Pokémon machen hier für meinen Geschmack ein bisschen viel Damage, kann das sein? Ich mein, Alter, alleine schon was vorhin so ein Bidiza mit dem Walzer rausgehauen hat, ist nicht mehr normal. Dann können wir so einen Talon angreifen. Dann können sie zuerst agieren, alles klar. Warum bleibst du gerade gesehen? Na gut, ich höre es, aber ich sehe es nicht. Oh, warum fliehen die immer? So. Dein ist doch ein Wampel. Es wurde überrumpelt. Na dann. Ruckzuckieb. So, dann. Pokéball, Flieg und Sieg! Was? Wie kann das denn sein? Das ist doch gar nicht möglich. Ein Giftstachel! Es wurde vergiftet, nein! Ich muss den Pokéball werfen. Pokéball los! Geht doch. Aber wurde gefangen. Zung, zung, zung. Neu, Wampel, gefangen. Du bist cool drauf, Mann. Danke. Also, Giftstachel gesehen? Ja, haben wir auch. Mal sagen, diesmal besiegen wir es. Okay, so muss ich direkt treffen, ne? Scheinungsdonnerschock! Ganz ehrlich, dann. Pokéball los! Und wieder Level up! Neue Attacke! Ganz schön geil. So, Staralili, darfst du noch ein bisschen was machen hier? Aber ich gucke mal 5, danke! So, von daher würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Basislager. Da ich jetzt doch, dass wir meine Pokémon noch ein bisschen Schaden bekommen haben. Oh. Wow. Bin ein bisschen weit weg hier, oder? Oh. Danke. Die Bären nehmen natürlich auch gerne mit. Wo ist das scheiß Basislager hin? Das ist doch hier oben irgendwo. Ambitionshügel, ja, genau. Hä? Bin ja schon so weit gelatscht? Ja, offenbar. Okay. Wenn du verkaufen willst, eigentlich gar nicht. Darf ich mich hier ausruhen? Dann muss ich doch ausruhen. Nur kurz. Der Putzmunter, Dankeschön, das wollte ich hören. Okay, Freunde, muss man sagen, das war's mal für heute. Bei Pokémon Legende Arceus, nächste Folge, gucken wir weiter, was wir noch alles machen können, für normale Aufgaben, so Pokémon zu trainieren und ja, gibt einiges zu tun, aber die Pokémon leveln doch relativ fix, das hätte ich jetzt nicht gedacht, es geht irgendwie auch schnell.
von Kampf zu Kampf und so, macht irgendwie schon Bock. Nur das mit dem Überraschungsmoment, da muss ich noch ein bisschen mehr feilen dran. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.